Wir bauen unmittelbar anschließend an den D-Bag eine Betonanlage. Wir nehmen Sand, Kies und Zement plus Wasser. Das gibt den Baustoff, der am meisten gebraucht wird auf dieser Welt. Wir sind hier bisher in der Lage, das Betonmaterial vom vermischten Abfall aussortieren bzw. konditionieren, dass es transportierbar ist. Und das geht bisher jetzt immer außerhalb der Stadt in Verwertungswerke. Neu sind wir dann fähig, dass wir das Betonmaterial bei uns aufbereiten. Wir brechen das mit einem Backenbrecher. Wir haben einen Magnet, der das Eisen rausnimmt, die Armiereisen. Wir haben Windsicht, wo die Fremdstoffe wie Plastikröhrchen oder Isolationsmaterial aus dem Sand- und Steingranulat ausblasen. Dass wir nachher das Granulat in der Größe von 22 mm bei der Produktion des neuen Frischbetons brauchen. Wir sind zentral in der Stadt, wir haben kurze Transportdistanzen auf naheliegende Baustellen. So sollte man fähig sein, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort den richtigen Beton später liefern können.